Eine andere, zusätzliche Funktion, die den realitätsnah dargestellten Pflanzen zukommt, ist der offensichtliche Wiedererkennungswert für den Betrachter, der dadurch aktiven Zugang zum Dargestellten bekommt. Gleichzeitig ist es für die vermittelte Botschaft, ganz im Sinne des vierfachen Schriftsinns, aber auch wichtig, dass nicht nur bei der Wiedererkennung der Pflanzen bleibt, sondern dass auch die damit verschlüsselte Botschaft wahrgenommen werden kann. Vordergründig kann man die dargestellten Pflanzen in folgende Gruppen einteilen. Zum Beispiel in die Nahrungspflanzen, hier haben wir den Feldklee und die Eiche. Oder aber in die heraldischen Pflanzen, wie zum Beispiel die Schwertlilie oder die Distel. Dazu kommen die schon besprochenen religiösen Pflanzen mit der weißen Lilie und dem Weinstock. Und natürlich die Medizinalpflanzen, auf der linken Seite die Darstellung einer Bachminze und auf der rechten Seite die Darstellung der Polerminze. Und abschließend gibt es noch die Schutzpflanzen, die wir schon gesehen haben, die Hauswurz, die Fetthenne und auch die Königskerze. Im Mittelpunkt stehen aber sicher die religiösen Botschaften, von denen ich eine im Detail vorstellen möchte. In direkter Opposition zum Christuskopf-Schlussstein findet sich eine realitätsnahe Darstellung eines Wasservogels, der hinter Rohrkolben versteckt ist. Neben der realitätsgetreuen Darstellung fällt bei diesem Zwickel auch auf, dass das Bild direkt einer Gewölberippenkreuzung entwächst und nicht auf einem Stielansatz positioniert ist. Aufgrund der Darstellung des Tieres kann es sich dabei nur um eine Wildgans handeln, die im Vergleich mit der geschwätzigen und mit schlechten Eigenschaften belegten Hausgans in der Tiersymbolik meist positive Eigenschaften aufweist. Sie wird mit dem zurückgezogenen und fromm lebenden Menschen verglichen, der in der Abgeschiedenheit sein Leben dem Gebet und dem Dienst an Gott widmet. Zwischen diesen beiden positiven Polen, dem Schlussstein und der Gans, stehen 20 Rohrkolben. Sie stellen die störenden Einflüsse dar, die sich den in christlichem Sinne guten Menschen in den Weg stellen. Schon im 6. Jahrhundert bei Isidor von Sevilla ist der Rohrkolben in der christlichen Symbolik negativ belegt und wird jenen Menschen gleichgesetzt, die sich eitel und selbstgefällig geben. Was diese Auslegung noch verstärkt, ist, dass die volkstümliche Bezeichnung der Pflanze zur Entstehungszeit der Gewölbemalereien Narrenkolben war und somit wird gleichzeitig eine Verbindung zu den dargestellten Gesichtern getroffen. Das abwertende Bild der Pflanze wird zusätzlich durch die negative Zahlenbedeutung der 20 unterstützt. Die zugrunde liegende Aussage ist also ein Appell an die Gläubigen: Lasse dich nicht vom rechten Weg abbringen. Diese Mahnung passt somit eindeutig mit dem in Richtung Gans und auch in Richtung Langhaus, also in Richtung Kirchengemeinde blickenden Christuskopf-Schlussstein. Was also vermeintliche realitätsnahe Darstellung eines Wasservogels seinen Ausgang genommen hat, ist eigentlich die bildliche Darstellung einer grundlegenden christlichen Botschaft. Derartige Botschaften sind aber auch über das Figureninventar realisiert. Einige Beispiele werden Ihnen jetzt vorgestellt.